Auf allen Kontinenten, sogar in der Welt des ewigen Eises an den Polen, wachsen Storchschnabelarten. Storchschnäbel sind Stauden, aus deren dickem unterirdischen Wurzelstock im Frühjahr aufrechte Stängel treiben, die oben drüsig behaart sind. Sie werden bis zu 60 cm hoch. Der Stängel verzweigt sich stark. An ihm wachsen die Blätter abwechselnd. Man nennt das wechselständig. Das einzelne Blatt ist tief eingeschnitten und scharf gezahnt. Die Blätter an der Basis der Pflanze haben 7 Blattlappen und sitzen an Stielen. Die Blätter weiter oben sitzen direkt am Stängel. Storchschnäbel blühen je nach Standort zwischen Juni und August. Der drüsig behaarte Blütenstiel wächst auf beiden Seiten unterschiedlich schnell. Deshalb stehen die Knospen manchmal aufrecht, mal nicken sie herab. Die entfalteten Blüten stehen wieder aufrecht. Auf 5 grüne Kelchblätter folgen 5 farbige Kronblätter. Der Storchschnabel ist eine zwittrige Pflanze. Die Blüte enthält weibliche und männliche Geschlechtsorgane. In der Mitte steht ein langgezogener Fruchtknoten, der von 10 Staubblättern umgeben wird. Die Bestäubung erfolgt hauptsächlich durch Bienen. Bienen sind zwar rotblind, aber sie können die Blüte dennoch erkennen. Denn Bienen nehmen UV-Strahlen wahr. Und wie man unter UV-Licht sehen kann, sind auf der Blüte dieses Wiesenstorchschnabels viele UV-Licht reflektierende Adern zu erkennen, die den Bienen den Weg zum Nektar weisen. Nach der Bestäubung entwickeln sich die Früchte in Kapseln, die in der Form an lange Storchenschnäbel erinnern. Daher kommt auch der Name der Pflanze. Storchschnäbel haben ein besonderes System zur Verbreitung ihrer Samen entwickelt, einen Schleudermechanismus. Trocknet das äußere Gewebe der Kapsel, entsteht Spannung. Schließlich platzt die Fruchthülle und die Teilsamen werden wie von einem Katapult herausgeschleudert. Nur die Mittelsäule bleibt stehen. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Storchschnabel seinen Samen so bis zu 2 Meter weit von seinem Standort entfernt verteilen kann. Übrigens, auch unsere Balkongeranien sind Verwandte der Storchschnäbel und haben dieselbe Taktik zur Verbreitung ihrer Samen. Der Wiesenstorchschnabel kommt in ganz Europa vor. Er gedeiht auf Wiesen und an Wegrändern und liebt tiefgründige und kalkhaltige Lehmböden. Im Mittelalter wurde der Storchschnabel als Heilpflanze verwendet und in vielen Kräuterbüchern beschrieben. Der aus der Pflanze zubereitete Tee wurde bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen verabreicht. Die Klosterfrau Hildegard von Bingen pries die Pflanze im 12. Jahrhundert als gutes Mittel gegen Schwermütigkeit. Und wer Herzweh hat und immer traurig ist, der nehme Storchschnabel und pulverisiere diesen. Und dieses Pulver esse er oft mit Brot, und sein Herz wird gestärkt werden, und er wird fröhlich werden.